Langsam. So, also, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu der 51. Show von RRSDS. Danke. Also, herzlich willkommen zur 53. Show von RRSDS, Rackroom sucht den Star. Ich bin euer Showmoderator, Kevin RRSDS. Aber bevor ich anfange, ein großer Applaus an unsere Band, die Deodorant. Ja, unter der Leitung von Axel Schweiß. So, also, wir haben heute insgesamt 3 Spiele vorbereitet. Zum ersten haben wir gleich den heißen Draht, übernehme ich. Zum zweiten haben wir dann ein Survival-Quiz, dafür haben wir die 2 Stände hier. Dafür brauchen wir 2 Kandidaten und für das heiße Draht auch. Zum dritten Spiel ist Fußball, da müssen wir nach draußen, um eine Ecke hinten. Da und 3 auch nur Spiele 2 Kandidaten. Ist ja langweilig. Warum so, so dann warum fangen so wir auch mal direkt Spiele? Mit dem ersten Hallo? Spiel an. Wer möchte denn? Ich möchte. Ich. Hallo? Dann nehmen wir einmal Juri. Ich. Und nein, ich. Einmal. Ich. Lucifer. Ich bitte. Jawohl. Juri und Alte Mentis. Alte Mentis und ihr Juri kommt zu alle Erik. Rein, keine Angst. Einfach zu Erik, der hat das schon. Ich will nicht rankommen. So. Oha. Bin das dann bräuchte ich einmal den heißen Draht. So, ihr könnt euch schon mal die 2 Dinger da nehmen. Einer ist auf der linken und einer auf der rechten. Ja, mein Tracking ist nicht wie das beste. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier den heißen Draht. Das Möglichste ist nicht den Draht zu berühren. Jeder fängt an der linken Seite an. Und man muss ganz rechts wieder enden. Wenn ihr das Geräusch hört, müsst ihr wieder Zeit von vorne anfangen. Darf ich kurz eine ausprobieren? Zeit ja, ihr könnt testen. Einmal den Sound prüfen. Das hat Lucifer. Das hat Juri. So, sobald die Musik beginnt, könnt ihr auch anfangen. 3, okay. Ihr könnt auch unterwegs 1. anhalten, das Ding bleibt stehen. So, und ihr könnt loslegen. Hier schlagen sich los. Die Kandidaten ganz gut. Ja. Ja, das klappt ganz gut. Wie redet ihr eigentlich?
Der Security-Mensch einmal kurz überprüfen, wer hier so mit dem Mikro redet. Messi ist besser als Ronaldo. Oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Ich muss ja in... Oh mein Gott. Lucifer. Komm, steh unter Druck. Komm, steh unter Druck. Während der Security mich sucht, werde ich... Oh nee, mein Tracking. Okay, ihr müsst kurz Standing Mode gehen. Ihr müsst beide nochmal von vorne. Juri, bei dir hat's auch gerade einen Pony gegeben. Ah, oh, oh, was habe ich getan, Alter? Okay, okay. Ihr könnt auch während des Einfädelns den Stab loslassen, der bleibt an der Stelle stehen, falls ihr nachfädeln müsst. Damit ihr keine Hand, kein Knoten in der Hand kriegt. Oh mein Gott, okay. Hallo. Juri, wir lieben dich! Juri! Aus! Schimm mal deine Eier jetzt! Lucifer, nochmal von vorne. Bleib ruhig. Okay. Nee, Peter, nee. Germany? Reicht das? Germany? Ja. Germany? Dann ist der Partner. Nee, ist dann noch. So, Lucifer ist auch schon wieder etwas weitergekommen und Juri schon fast beim zweiten. Ey, ich hasse PlayStation 2, okay. Okay, los, ich mach jetzt durch. Kühlig. Mann! Okay, Juri hat's zum zweiten geschafft. Ich will deinen Schmerz, Lucifer. Ich will deinen Schmerz. Ja, ich hätte vielleicht auf Quest Online kommen können, dann hätte es vielleicht geklappt. Oh, was mache ich denn hier? Okay, dann. Wenn ihr euch ängstlich fühlt, könnt ihr auch nochmal von vorne nicht anfangen, sondern... Habe ich das Wort Aloe Bug Bug gehört? Das magische Wort gehört. Lucifer ist jetzt auch... Ich habe das magische Wort gehört. Leider hat USA... Also bis jetzt liegt Juri vorn. Aloe Bug Bug! Und Lucifer muss nochmal von vorne anfangen. Aloe Bug Bug! Juri ist jetzt schon fast beim dritten und letzten. Juri ist der Beste, Juri ist der Beste, Süd. Ich gebe euch einen Tipp, PlayStation 4 hat also nicht so eine gute Qualität, wenn man sich weit bewegen will, sag ich euch jetzt schon mal. So, gleich ist die Musik zu Ende. Und dann, Kevin, wer am weitesten gekommen ist, gewinnt. Kevin, ich bin ein Kind von dir. Ich lieb mich selbst. Ich bin alleine. Okay, okay, ich bück mich nicht ins Knie. So, Juri ist schon beim dritten angekommen. Und Lucifer ist jetzt auch schon... Oh mein Gott! Da hat's ein Geräusch gegeben. Er heißt Geringverdiener. Alles gut, Juri, ich kack bestimmt noch dreimal rein. Wenn die Musik zu Ende ist, gewinnt dann der am weitesten ist? Ja. Ja. Und Juri hat gewonnen. Ist Juri. Juri, du darfst jetzt einmal am Rad trinken. Hallo, what's going on in here, Sunny? Hallo, gut, gut. Nur einmal drücken. Nur einmal. So, mal gucken, was er bekommt. Eine... Zwei Sterne, aber was? Du hast doppelt gedrückt, also du. Mensch! Ja. Boah, musst du wenn du doppelt drückst, selber dran schuld. Mann, aber auch schon mal ein Applaus an Juri, dass er es geschafft hat. Wenn die Niete gibt, bleibt die Niete. Also, kann ich kurz mitkommen? Uff, das ist mittig, wie ich sehe, oder? Drei Sterne, oder? Drei Sterne, das war am meisten. Drei Sterne. Kannst du auf Play? Nee. Hä? Na gut. So, ja, geht schon. Will noch jemand das probieren? So, dann dürft ihr beide einmal wieder. Nee, wieder. Beide ich möchte das. Mal, da hinten den Knopf. Auch einmal Juri. Wo ist Juri? Da hinten den Knopf. So. Da also, hat jemand einen Mickey gezogen. Bitte etwas für Nick Screenplayer. Für Nick Screenplayer. Tut mir leid. So. Egal, schaffe ich auch so. Du bist Screenplayer und du auch, ja. Gar nichts. Ich nehme mal den Deutschland. Komm, wir lieben Kann Kitty. Kann man den heißen Draht zweimal machen, ne? Mensch, Wahnsinn. Kitty. Dann, also ich suche aus, auch wenn sich keiner meldet, ne? Also, so, Kitty habe ich schon mal gewählt. Und ich wähle jetzt noch Magic.
Ja, Cristiano Ronaldo. Einmal zu Eriks Slenderman. Magic, Hakana Magic. Dann dürft ihr euch beide mal wieder einen Schläger nehmen. Kevin. Hallo, sie da. Sie haben mich außerdem hier teleportiert. Wo denn? Ja, der Aqua muss einmal runter. Einmal bitte hier den rausklopfen. Den Körper dort, ne? Wo raufsteht. An der Wand, genau. So, Magic, du darfst hier... Okay, oh. Egal. Wieso? Magic kriege, muss einmal hoch. Nein, nein, ich wollte nicht, ich dachte, das wäre der Button okay, alles klar. Ich muss wieder rein, bitte. Ich nehme Mira, die kommt jetzt auch mal hoch. Oh nein! Ich wollte mich aber gerade mit Mira unterhalten. Willst du... Darf ich da bitte? Darf ich noch. Bitte? Mira, willst Kevin, du wirklich Kevin. Nicht? Also Peter? Nein, Kevin, sowieso Kevin. Nicht. Ich glaube, ich bin auf PS4. Okay. Ja, mach ich. Kevin! Ja. Nee, Lucifer. Peter, einmal hoch von mir. Einmal Peter hoch. Peter! Ich liebe dich! Armer Magic, Digga. Den Peter hier, den Peter. Der im weißen Hut. Der im weißen Hut. Einmal zu Erik kommen. Ja. Das ist eigentlich von so, Angst, ja. Ich weiß, was du Angst hast. Ja, wir müssen mal kurz ein Stück nach hinten, weil hier vorne fällt das heiße Draht. Da ist eine Kamera. So, also dann lassen wir noch einmal den heißen Draht hochfahren. Das geht schon seit 19 Stunden. Und du schreibst mir nicht, was du hier drinnen bist. So, für die Screenplayer. Ja, hab ich. Wird es sehr schwierig. Ja, ich weiß. Wir können es mal probieren. Wir können es mal probieren. So, dann fangt mal an. Ich guck. Musik starten. Ich lade das hier ein. Dann kannst du mit dir reden. Wer hat den beschissenen Button hier gedrückt? Ich guck mal kurz ein Screen, was der also kostet. Das wird halt nichts mehr. Ja, also ich glaube mal für Screenplay ist es unmöglich, Jens. Dann habe ich doch gesagt. Hätte ja auch so sagen wollen können. Ich hab versucht, für Screenplayer einmal bitte die Schläger wieder fallen lassen. Für Screenplayer ist das dieses Spiel leider nicht. Das ist unmöglich. Also, dann nehmen wir mal neu. Ich versuch mal. Können wir einen Jump machen? So, ihr könnt einmal den Knopf. Wir können nur das machen, was ich vorbereitet habe. Wer tut die verdammten Button immer wieder? Komm, musst du die sehen? Birch. Großpreis. Peter Dirk. Und Kitty. Dirk. Oppenheimer. Dirk. Oppenheimer. Dirk. So. Kitty, du kannst aber den Schläger loslassen. Oi. Oi. Gosselin. Ist nach mir. Gosselin in deinem Namen. I know you speak English. I know you over here just like me. Killer man. Dirk. Magic. You speak English. Yeah, you do. Stop lying. You speak English. Du hörst dich trotzdem! Du kommst mir hip, Lo. Einmal das Paket. Where's Carl? Ja, Peter. I found Carl! Boy! Carl! Please, like, bro, so, einmal auf den Knopf finden. Oh, shit. Oh, it's bigger than black and white. So, I'm trying to say black and white. There's a life. So. Wir brauchen wieder zwei Kandidaten. Ich schaffe das. Yo, what are you saying? Yo, killer man, what are you saying? Shuff it off. Shuff it off. Guys to play this game. Shuff it off. What do you say? Shuff it off. Ich bin ein Profi im Spiel. Killer man, can you give me bunny ears? No. Shuff it off. Fuck you and fuck this event. I'm shooting this shit up. Schwer, also ist shuff it off. Don't listen to him. Peter Meyer. Peter Meyer. Killer man, I stand with you. Peter Meyer. Peter Meyer. This shit trash. That's why nobody's in here. That's why this shit dead. Peter Meyer. Fuck this event. An den Security-Chef einmal bitte aufpassen, dass hier auch... Dann holen wir nochmal den Lucifer. Weiter. Scheiße. Okay. Lucifer und Peter Meyer. Einmal bitte. Lucifer. Lucifer. Wir lieben dich. Millimisch. I can't leave. Wo ist Lucifer? Alte Mentes. So, dann dürft ihr beide euch mal einen Schläger nehmen. Auf der linken und der rechten Seite ist einer. Rechte Seite hat man mehr Glück, ich nehme euch die Seite. So, Peter okay. Nimmt den an dem Knopf hin. Ich werde noch ganz kurz meine Kamera okay, Party. Mit meiner Hand nicht teleportieren. Party, please. Ja, natürlich. So, dann bitten wir auch gleich einmal ins Publikum Ruhe, damit die beiden sich konzentrieren können. Vielleicht kann das einer nochmal auf Englisch übersetzen. Yes, Please be quiet, please. You guys can play this game. This is a serious game, please be quiet.
Not the quiet stick out. Vielleicht kann jemand, der Englisch kann, nochmal draußen zu den anderen gehen. So. Hey, be quiet, the guy. Also, da ist dein Schlüssel dahin. Ab Knopf. We wanna play the game, be quiet. Nigga, I'll shoot you. Nizzers! So, jeder von euch fängt an der linken Seite an. Nizzers! When you want this fight? When you're not being quiet, jeder, we can kick you. Jeder fängt an der linken Seite an des Drahtes. Ja, ich schon klar. Kevin wurde geregelt. Worauf steht hier? Ja, ich bin da jemand. Ja, ich weiß hier. Okay? Geht's los? Also hier geht's los. Hier geht's los. Ja, ja, ist schon klar. Gut. So, sobald, Achtung, sobald Musik läuft. Los geht's. Ab. Jetzt. Jetzt. Lucifer macht's schnell und hat einmal den Draht berührt. Komm, Maya, du schaffst das. Fresse. Lucifer ist auch jetzt schon etwas weitergekommen. Okay, dann mag ich Lucifer mehr. Lucifer! Keda Maya ist auch schon weit gekommen, beide sind fast auf Gleichstand. Genau jetzt sind sie beide auf Gleichstand. Keda Maya soll verkacken. Warum? Kennst mich doch gar nicht. Doch, ich bin der Pro. Oh, ich bin der. Ich bin ich reingekommen? Ja. Das Ding ist einfach respawned. Ja. Ja, du darfst nicht zu lange loslassen. Darf ich das wieder dahin machen, wo es eben war? Ja, weil es sonst unfair. Okay, ja, das war hier ungefähr. Okay, dann fangen wir an. Oh, Peter Meyer ist schon fast am Ende. Nein, bitte nicht, Peter, nein! Ja. Halt doch mal die Fresse! Das Ding ist schief und knapp am Draht. So. Mira! Gleich sind sie fast auf Gleichstand, aber ja, aus, wenn jemand Peter Meyer gewinnen wird. Fassbend, also dein Mann für die Peters. Ihr seid einer von der gleichen Art. Ah, das wird aber scharf jetzt. Ist egal. Ich will das gar nicht mehr. Ich hab's Peter Meyer, der muss jetzt gleich gerade runter. Raus. Und er hat den Draht berührt. Oh nein. Wer? Oh. Oh, ganz ruhig. Es kam bei mir ganz von beiden ruhig. Ganz ruhig. Da. Ja, da mal, da muss man vorne anfangen. Ja, ach so. Ja. Und der ist so komisch am Haken. Ist das alle? So, sobald die Musik stoppt, ist schon wieder mein Wort. Ja, ja. Dann pack wieder an dieselbe Stelle. Das war hier, oder? Genau, ja. Ja. Hallo Birgit, okay. Bin ich auch noch. Wie lange geht die Musik ungefähr noch? Das wird ungefähr noch 30 Sekunden. Also mach hin. Okay. Mach hin, ja. Wenigstens hat's Peter Meyer versucht. Peter Meyer hat's den nur versucht, hat mich fast abgezogen. Sag mal, wer hat jetzt hier wieder Mikrofon? Sag mal, das geht doch gar nicht. Einmal den Sicherheitschef überprüfen, wer hier das Mikro-Sound hat. Das ist heißer Draht. Die müssen diesen Stab versuchen, da durchzubekommen, ohne den Draht zu berühren. Ja, wer frisst denn jetzt hin? Und dann musst du es komplett von vorne anfangen. Der Security-Mensch kann überprüfen, wer hier das Mikro hat. Der am weitesten ist oder gewonnen hat, darf am Draht drehen. Irgendwo liegt ein Mikrofon rum. Hä? Und... ja, Kamera ist geil, das ist ein zweiter Account. So, nochmal ans Publikum, einmal Ruhe bitte. Auch derjenige, der gerade dieses komische Mikro in der Hand hat, was sich komisch anhört. Ja, ja, okay, raus aus dem Fall. Bitte aufhören damit, bitte. Ich weiß, warum. Und Peter Meyer muss von vorne anfangen, er hat den Draht berührt. Ach, dann. Ja. Ja. Gut, dann können wir auch die Musik stoppen, wir wissen jetzt, und wer der Gewinner ist. Stopp. Gut. Lucifer, einen großen Applaus an Lucifer und einen großen Applaus auch an Peter, dass er es probiert hat. Ich decke es mit dir. So, und hat Lendis auf einmal das Glücksrad drehen, weil er gewonnen hat. Kann ich meinen Preis an Peter abgeben? Könntest du auch. Musst du wissen. Ja, weil ich mich... Ja, Stein, dein Verlust. Okay, machen wir dann immer was bei rauskommt. Kriegst du den Preis gleich. Okay. Wenn sie nicht ist, dann... Wir schauen mal. Soll ich für euch drücken? Ich brauche wirklich nicht. Also einmal draufhauen. Ja, es wurde gedreht. Gleich schon.
Jetzt bin ich mal gespannt. Hauptgewinn hast du ein Massagegerät, ne? Also. Hallo Kameramann. Es ist eine 3-Ständebox. Das höchste, was man am Boxen kriegen kann. Einen großen Applaus an Lucifer, dass er das Paket an Peter gegeben hat. Was kriege ich da jetzt? Eine 3-Sterne-Box von Geili. Achso, alles klar. Da kann alles drin sein. Lucifer, du kannst auch wieder runtergehen. Achso, hier ist es, okay. Es ist... Oh. Okay, ist nicht ganz mein Geschmack, aber ist okay. So, das waren jetzt insgesamt 3 Runden. Für die 2. Runde war ein bisschen mit den PlayStation-Spielern, also Screamo-Spielern. Ich bitte. Dann kommen wir jetzt auch zum 2. Spiel. Dann müssen wir immer die heißen runterfahren. So, ich nehme hier erstmal noch keinen dran. Erstmal warten wir, bis hier alles runtergefahren ist an die Regie. Und du kannst erklärt einmal die Regeln. Wo denn? Den Knopf da an der Wand hier. Da hinten? Ach da, okay, raus. Okay. Ja. Ich raus, liebe euch. So. Also, wir kommen jetzt... Okay, schön lecker. Wir kommen jetzt zum 2. Spiel und zwar haben wir das Survival-Quiz. Darum geht's. Ich stelle euch ein paar Survival-Fragen. Wenn ihr sie richtig habt, ihr müsst... Ich mache insgesamt 3 Fragen. Insgesamt. Der dann die meisten Punkte hat, gewinnt und abdrehen. Dann wähle ich nochmal 2 und danach kommen nochmal 2. Wenn es Gleichstand ist, nach 3 Fragen, spielen wir insgesamt 5. Also insgesamt dann sind es 5. Nein. Sie überlegen sich einfach verstanden? Die Zahl zwischen 1 und 10. Haben es alle verstanden? Ja. Wer möchte beim Survival Quiz teilnehmen? Ich bitte. Einmal Lazy. Einmal die blöde Kuh. Ja. Hallöchen. So, willkommen beim Survival-Quiz. Quatsch mir, willkommen. Ich stelle euch gleich Fragen, ich habe sie bei mir hier beim... Guten Tag. Ich bin der Amerikaner. Oh, ja. Schöne gut Chips. Schön. Schön so, warm da oben. Warum sehen sie aus wie eine alte... Ihr wisst, was sie tun. Vegetarin. Ja. Ihr könnt euch noch kurz unterhalten. Junge. Sie sieht aus wie eine alte... Gut. Nein. Okay, meine Damen und Herren. Junge gegen Mädchen, wie ich sehe. Hä? Okay, alles klar. Okay, so. Also, willkommen zum ultimativen Survival-Quiz. Also, darf man einfach reinrufen oder muss man kommen? Da heißt es Pilote. Die ABC drücken. D fällt aus, weil wir haben nur... mal zu mir rausgehen. ABC drücken? A, B, C und D. Es gibt nur bis D. D gibt es nicht, D könnt ihr rauslassen. So, D seid ihr bereit? D gibt es nicht. Okay, ja. Gut. Alle ruhig am Publikum auch. Einmal alle ruhig und wir fangen an. Was ist das Wichtigste, was du benötigst, um in freier Wildbahn zu überleben? A. Essen. B. Wasser. Oder C. Wärme. Das ist eine gute Frage. Wie lange haben wir Zeit, um zu beantworten? Das ist B. B. Ich hab genug. Alter. Danke ich. Okay. Lazy Lemon im B und überlegst du noch? Hä, wo steht das? Okay. Wo kannst du das sehen? Du hast vorne B. Ja, du hast B. Und noch. Und die Lösung ja ist B. Ich weiß, wie man sich trinken macht. Richtige Antwort. Der menschliche Körper benötigt für die Gesundheit mindestens 2 Liter Wasser pro Tag. Ein Tag ohne Wasser gibt Anlass zu ernster Besorgnis. 3 Tage ohne Wasser führen zu einem sicheren Tod. Ja, ich weiß halt, wie man eine Wassertour macht. Verschmier, sie haben da schon gewesen. So, alle bitte mal rein. Wir kommen zur nächsten Frage. Da wäre ich ja schon längst tot. So. Danke. Was deutet oft auf üppige Vegetation und aufschwärmende Insekten hin? A. Tote Tiere. B. Wasser. Oder C. Fruchtbarer Boden. Lazy nimmt C. Blöde Kuh nimmt auch C. Und C ist falsch. Es ist B.
Falsche Antwort. Reiches Pflanzenleben, Insekten, Vogelflugrouten und Tiersuppen. Tierspuren. Können auf Wasserquellen hinweisen. Den kleinen Sprachfehler, den ich gerade hatte, ist, weil ich nur durch mein kleines Nasenloch gucken muss. Letzte Antwort. Also wenn jetzt nur letzte Frage. Letzte Frage, es steht 1-0 immer noch. Für mich. 1-0, ja. So. Warum solltest du Schnee oder Eis schmelzen, bevor du es trinkst? A. Um dich nicht am scharfen Eis zu schneiden. B. Um das Einfrieren des Gehirns zu vermeiden. Oder C. Um Austrocknung zu vermeiden. Boah, das ist eine schwierige Frage. Oh, Scheiße. Kannst du nochmal die Frage stellen? Kannst du nochmal die Frage stellen? Ich stell nochmal. Wisst ihr A, B und C? Oder also ehrlich, alles sie sind... Alles. Alles, okay. Ich lieb euch RRSDS. Also. So, stelle ich euch die Frage. Wir lieben dich auch. Und dich warum am meisten. Schnee oder Eis schmelzen, bevor du es trinkst? A, um dich nicht am scharfen Eis zu schneiden. B, sie um auszuschneiden. Das hört sich okay. Alles irgendwie komisch an. Okay, fang an. Sag du zuerst deine Antwort, dann mache ich meine Antwort. Wir machen gleichzeitig. Okay. Der Controller ist auch verschwunden. So. Ah. Blöde Kunde B. Okay, ich nehm C. Okay, du nimmst B, ich nehm C. Und die richtige Antwort zum Gewinn war oder unentschieden ist was? Leute, was? Wir haben einen Gewinner. Du kannst es wissen. C ist richtig. Und Eis senkt die Körpertemperatur und führt zu Austrocknung. So. So, blöde Kuh, nervt, ja. Tut mir leid. Ein Macher. Kuh, der Hauptmeister. Weil so, Lazy, ey, du darfst Lazy Limo, jetzt, du musst ja, das Haupt du darfst gewinnen. Jetzt einmal Glücksrad drehen. Lazy Limo, ich glaube an. Probier das Haupt gewinnen. Nur einmal. Auf den Knopf drum runterdrücken. Warte, okay. Einmal, mein Lieber. Okay, kannst Haupt du doch von unten gucken. Oh, du bist ein Check-Owner-Team. Haupt gewinnen. Warte mal, ich muss erstmal mein Outfit anziehen, warte mal eine Sekunde. Also schon mal einen großen Applaus an Lazy für deinen Gewinn. Komm du la Bruder. Komm du la Bruder. Gut, dann dreh mal an. Alba Bag Bag Brudi. Hauptgewinn bitte einfach. Miese. Wenn du das Hauptgewinn bist. Bitte Bombe. Bitte. Hauptgewinn. Ah. Oh, das war knapp, ey. Das war so knapp. Das war knapp, ey. Ey, scheiße, Mann. So, einmal bitte beide von der Bühne runter. Danke, da hinten ist der... Oh, mies. Wer ist denn... Ciao, Leute. Ciao, Lazy. Mies, wenn man nichts gewinnt und nichts gewinnt. Okay, Ruhe. Jetzt erstmal hier, hallo. Hallo, möchte. Alles gut. Oh, ich hab trotzdem ein Geschenk bekommen. Wer möchte denn jetzt hier hochkommen? Oh, bitte. Ich will Geld hier neben dir. Schmieröl. Oh. Ihr wart beide, du warst zweimal, er war einmal. Ich war doch gar nicht. Juri, bitte. Ich war doch gar nicht. Drittes Mal nicht. Nee, du. Ich war noch gefährlich. Ich war noch gar nicht. So, einmal Juri. Ich war auch nicht. Kevin, ich war auch noch nicht. Juri und Schmieröl, oder? Ich glaube, das ist hier korrupt. Ja, Frau und... Ja. Juri und Schmieröl. Ist ja. Korruption hier. So, herzlich willkommen beim Survival Quiz. Hallo. Hallo. Wie sind die Regeln noch? Wieso fristen wir jetzt was? Ja. Weil ich Hunger hab. Na toll. Ja, doch. Die Pizza. So. Herzlich willkommen beim Survival-Quiz. Kennt ihr die Regeln noch? Jetzt mal nicht so laut schmatzen. Du frisst doch die ganze Zeit da vorne. Der frisst die Chips. So, ihr kennt die Regeln noch, ne? Lazy, ich esse auch Chips. Ja, ich bin gemutet. Du auch, ja, okay. Oh. So, jetzt erste Frage. Wenn du, also du ans Publikum nochmal, ne?
gut, jetzt kann's losgehen. Wenn du in der nördlichen Hemisphäre mittags der Sonne zugewandt bist, wirst du in welche Richtung gehen? A, Norden, B, Süden, C, Osten. Osten. Der alte Mann kennt sich ja gar nicht aus. Bei den nee, B, ich hab den Geografie eine 5 gehabt. 1-1. Ich dachte, du wärst ein Delfin. Hey. So. Richtige Antwort. Wenn du mittags direkt auf die Sonne zugehst, gelangst du nach Süden. Wenn du mit der Sonne im Rücken gehst, gelangst du nach Norden. Das Gegenteil trifft in der südlichen Hemisphäre zu. Gut gemacht. Hallo, Wagner. Yay. Hallo, Wagner. Welche der folgenden Informationen? Keine Hinweise darauf, dass du dich Richtung Norden orientierst. Geil, der Kameramann schläft ein. B. Ameisenhügel oder C. Windgeschwindigkeit. Ameisenhügel oder Barmeisenhügel. C. Ey, Kamera. C. Die sind immer dasselbe, finde ich klug. Und C ist richtig. Das ist ja der Windgeschwindigkeit. Richtige Antwort. Oh. Ja, mit Moos auf Bäumen und Ameisenhäufen kannst du dich zwar nicht präzise orientieren, es kann dir jedoch helfen, die Richtung zu bestimmen. So. Bereit für die nächste und letzte? Ja. Jetzt kann einer gewinnen. Oder immer noch unentschieden kommen. Dieser Gift da drin, sag ich euch jetzt schon mal. So, woher weißt du, wann die helle Seite des Mondes im Westen ist? Ach, A. Wenn Vollmond ist. B. Wenn der Mond vor Sonnenuntergang aufgeht. Oder C. Wenn der Mond nach Mitternacht aufgeht. B. B. Oh, okay, alles klar. Denk dran, und B ist richtig, wir müssen noch eine Frage stellen. Gott, Alter, Jens, das sind die überhaupt Fragen, du. Sag doch mal unterschiedlich. Wenn der Mond vor Sonnenuntergang aufgeht, ist die helle Seite im Westen. Wenn er nach Mitternacht aufgeht, ist seine Ostseite beleuchtet. Gut gemacht. Nächste Frage. Warum solltest du nicht direkt auf dem Boden schlafen? A. Um Käfern zu entkommen. B. Um nicht krank zu werden, wie ich jetzt. Also, meine ich jetzt so. Also, um nicht krank zu werden, ist eigentlich... Du Schliefnase! Oder B. Oder C. Um keine Körperwärme zu verlieren. C. A. B. C. Okay. Die sind aber auch krank, ey. Und C ist wieder richtig. Sag mal, was ist denn hier los? Die gucken sich gegen letzte das Frage. Jahr. Richtige Antwort, du... Wenn du auf dem Boden schläfst, kann dies zum Verlust von Körperwärme führen. Du speicherst mehr Wärme, indem du Blätter, Gras, Kiefernadeln, eine Socke, Stöcke, ach komm, lese ich nicht. Welches Symptom entscheidet, also letzte Frage, Nummer 5. Welches Symptom entscheidet, wenn du unter starker Dehydration leidest? A. Trockener Mund. B. Schneller Herzschlag. Oder C. Erbrechen und Durchfall. B. Und B. Sag mal, könnt ihr mal aufhören? Ich glaube, Schmiel guckt ab. Alter, wollte ich gerade sagen, die gucken sich gegenseitig ab. Okay, ich gebe jetzt mal einen Tipp. Ihr könnt nicht immer dasselbe nehmen. Das ist ein bisschen... Das würde ich nicht tun. Das könnte auch B falsch sein. Schmiel, sei mal Mann. Weiß, ich bin Mann. Okay. Und wir haben einen Gewinner. Immer einen großen Applaus. An Spiel! Schmiel! Ich hab dir den Tipp gegeben, mein Bruder! Tut mir leid, Juri. Yay. So, Herr Schmiel, Juri, wenn du hier von gucken willst und was er dreht, oder willst du von unten gucken? Er will von unten gucken. So, Juri, ja. Bitte. Ich überlasse es dir. Hauptgewinn. Ich will den Hauptgewinn, Rudi. Hauptgewinn ist wie immer eine schöne Maschine, womit so und so alles du dich beruhigen kannst. Ja. Damit kannst du deinen Arsch massieren. Mach dich glücklich. Zwei Sterne Box. So. Yay. Währenddessen wähle ich jetzt schon mal die neuen zwei Kandidaten. Wer möchte denn? Ich war noch nicht. Ich war noch nicht. Ich war auch noch nicht. Auch noch du nicht. Hast aber alles zugehört in den Proben. Nee. Ich war noch nicht. Du kannst doch einfach Fragen überspringen, die ich schon weiß. Geht nicht.
So. Ich war noch nicht. Bitte. Ich nehme die doch mal mit, der mir... Ja, ich nehme Matt, der mir auf dem Flugzeug nicht zugehört hat, und einmal Dieter. Danke. Dieter da, so. Dieter kann das. Wenn du jetzt nicht zuhörst, dann bist du disqualifiziert. So, Dieter einmal auf die andere Seite. Juri, Dieter. Ganz schön ehrenlos von dir. Warum? Ich hab Mann gespielt. Ja, du bist rumgegangen, ich hab gesagt, alle hinsetzen und anschneiden. Aber hast du nicht getan. Ja, aber schau, hör mal zu. Darf ich mal das kurz argumentieren? Darfst du. Aber nur ganz kurz. Ich hab Spaß für alle bereitet. Jeder hatte Spaß. Ich hab euch ja belästigt gefühlt. Also gut, dann fangen wir jetzt mal an. Ihr kennt die Regeln? Gut. Ja. Gut. Dein Zelt solltest du in der Nähe wovon aufbauen? Klippen ist A, B, trockene Flussbetten oder C, einer Wasserquelle. C ist richtig. Richtige Antwort. In der Nähe einer Wasserquelle seine Camp zu errichten, ist eine gute Idee. Du solltest Naturgefahren wie Felsen und trockene Flussbetten vermeiden. Nächste Frage. Welche Insekten solltest du vermeiden zu essen? A. Große Insekten, B. Helle und haarige Insekten oder C. Hässliche Insekten? Ich sie verarscht, die Fragen kenne ich selbst nicht. Und B ist richtig. Ja! Du hast oh nein! Deine Antwort war Dieter, du machst dich. So, kommen wir zur letzten Frage. Es könnte jetzt sein, ob Dieter gewinnt oder ob Matt das unentschieden macht. Also steht 2-1 Durchfall. Richtige Antwort, Dieter. Obwohl die meisten Insekten essbar sind, ist es eine Faustregel, sich von hell gefärbten sowie von haarigen oder stechenden Insekten fernzuhalten. Glückwunsch. Junge, so. Ekelhaft. Letzte Haarige. Oder also vielleicht auch entscheidende Frage. Von Männern auch, ja? Haarige Insekten. Von Pennern. Weil die sind auch haarig und können beißen. Aber auch von Männern. So, welche der folgenden Methoden ist nicht zum Anmachen eines Feuers geeignet, wenn du keine Streichhölzer besitzt? A. Die Tiermistmethode, B. Die Batteriemethode oder C. Die Getränkedose und die Schokoladenmethode. Mach du heiliger. Dieter, du musst jetzt gut werden. Kevin, ich hätte da mitmachen können, ich kann nicht mal eine Frage von denen. A ist richtig. Wir kommen zur nächsten Frage. Echt? Nee, warte. Wer hat das gerade gesagt? Da du ja immer noch unten führst, hast du gewonnen. Ja, stimmt. Tut mir leid, Matt, wenn du von hier zugehörst. Ja, es ist B. Es ist B, du kannst nachgoogeln. Wirklich, es ist B. Nee, die Tiermissmethode ist es. Tut mir leid. Dann erklär mal. Okay. Also. Herr, warte mal, läuft jetzt eine Batterie, eine Vergrößerungslinse, noch und sogar eine Getränkedose mit Schokolade kann verwendet werden, um einen Funken für ein Feuer zu erzeugen. Also reicht das nicht. Ja, Mist auch, weil Mist kann ich zum Brennen bringen. So, das war das letzte Spiel. Ja, da brauchst du ein Feuer. Für Mist brauchst du ein Feuerball. Ich will den Hauptgewinn, du alter Sack. Ich verdiene den. Ich habe Rückenschmerzen. Alter, hör auf, ich glaube, Matt. Matt, letzte Warnung, sonst musst du rausgeworfen werden oder eine Verwarnung kriegen. Ja. So, einmal bitte auf den Knopf gedrückt und zum Hauptgewinn. Es war Hauptgewinn. Es war Hauptgewinn. Einmal bitte Hauptgewinn. Niki, der Matt soll jetzt, danke. So, Matt hat draufgedrückt. Kurz. Ja, Matt hat draufgedrückt. Nee, habe ich nicht in der Box. Nein. Matt hat drauf gedrückt, also darf er jetzt nochmal drücken. Okay. Das war eigentlich Hauptgewinn. Ich hätte fast meine Füße massieren können. Alter, ich brauche die Maschine, ich habe Rückenschmerzen. Ey, da müsst ihr die Kamera fragen. Die Kamera nimmt doch alles auf. Und jetzt sind die Niete. Niete. Oh Mann. Egal. Mann, Hauptgewinn wurde abgestrichen. Geschlagen. Warte. Ich. Jetzt kommen wir zum letzten Spiel. Und zwar Fußball, dann können alle schon mal nach da hinten gehen. Ich überlege mir jetzt erstmal zwei. Hallo, stopp mal hier. Dieter, nein, ich kann das nicht öffnen, das ist in der Barriere drin. Fürs Fußball nehme ich Lucifer. Nee, muss ein bisschen zurücklaufen. Das Paket folgt dir. Lauf einfach ein bisschen zurück. Das Paket folgt so gesagt. Schon weg. Im Inventar vielleicht? Weil ich hab's von der Nano gepockt. Nee, Andy ist AFK, okay. Dann nehmen wir zum Fußball.
Niki. Fußball. Yeah! Ihr beide, Fußball. Also Niki, du kannst schon mal zum Fußballfeld fliegen. Hallo Lucifer, du wirst mitgenommen. Boah, Fußball. Sondern begeben sich alle einmal zum Fußball draußen. Außer Lucifer und. Ja, Lucifer. Man muss mir aber das Fliegenbefehl abgeben. Man muss mir eben das Fliegen abnehmen. Alter Mentis. Kann es dann, dass ich auch sein Fliege. So, alle dürfen einmal zum Fußballfeld. Und. Ey, du alter Sack, ich will den Apparat haben. Ich brauch das Rückenschmerzen schrecklich. Ey, Kevin, du musst in die. So. Oder geil, du musst mir eben das Fliegen abnehmen, sonst kann das passieren, dass ich. Ich hab's doch genau gesehen. Ich wünsche euch viel Glück. In der Zeit übernimmt Geili kurz, weil ich muss dringend auf die Toilette. Ja, aber er muss mir eben das Fliegen abnehmen. Sonst kann das sein, dass ich aus dem Doppel-X mache und dann fliege ich. Das kann das doch selber. Du hast Co. Nicht Co. Keine Ahnung, ich seh's nicht. Wollte ich gerade sagen, ich habe keine Rechte, du Vollidiot. Jens, wenn es okay ist, übernimmst du kurz für eine Minute. Ja, ja. So, okay, die Regeln sind eigentlich klar. Solange die Musik läuft, läuft das Spiel. Wer die meisten Tore hat, kriegt wieder ein Paket, darf dann drehen. Und vielleicht kriegt man dann irgendwann den Hauptpreis los. Ansonsten macht der Hauptpreis dann die nächste Show. Da bleibt also bestehen. Gibt es irgendwelche Fragen? Du musst da reinschießen und du musst da reinschießen. Ja, aber du musst mir das hier wegnehmen, dass ich. Ah, ja, du musst mir das wegnehmen, das Fliegen. Das kann. Dann nimm dich weg. Dann nimm dich weg. Nein. Du brauchst ja bloß. Du brauchst ja bloß deinen Corona rauszunehmen, das ist ganz einfach. Achso. Ja, das geht. Ja, du kannst auch gleich einfach alle Rechte wegnehmen. Dann, ja. Oder du fliegst einfach nicht, das ist ganz einfach. Ja, okay, ich kann es versuchen. Und da ist natürlich hier, wo ist denn Erik? Ich weil der muss da, den Ball Jens, holen. Du kannst du vergessen, ich bin nicht wieder da. Hat man genug? Erik, wo ist der? Das war bauen den Ball. Oh, wir bauen den Ball. Liebe Leute. So. Ja. Und wenn so, die Musik losläuft, könnt ihr uns hier anspielen. Jens, du bist nicht der Leiter. Nein, nicht erst, wenn die Musik losläuft. Jens, du bist nicht der Leiter, warte. So. Wir haben hier insgesamt 4 Zuschauer. Ihr dürft euch überlegen. Mhm. Auf die Seite stellt ihr euch dann, für wen ihr tippt. Die Leute, die für Lucifer tippen, der ist auf der linken Seite, die gehen zur linken Seite. Keiner will Fan von Lucifer sein, doch Schmieröl. Ich bin bei Welcome. Und die für Niki Fans sein wollen, gehen aber auf die rechte. Okay. Jo, der alte Mann auf meiner Seite. Ich hab einen alten auf der Seite. Sind für Niki, ein Fan für... Ich geb euch einen Tipp, ne? Desto mehr, ja, desto weniger Fans man hat, desto einfacher wird das. Und ich bin ein Fan. Die Spiele können beginnen. Für Fortnite. Ihr habt also 3 Minuten Zeit, wer die besten Tore erzielt. Und die meisten Tore gewinnt. Wie, war das denn kein Tor? Oh mein Gott. Was mache ich denn hier? Der Ball ist aus. Das war aus. 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 Auf Gott, Niki. Ich tu mal mit süß. Lucifer, wenn du dieses Spiel gewinnst, gewinnst du automatisch die ganze Show, weil du fast alle Spiele jetzt schon gewonnen hast. Kriegst du bald. Go! So, ein Tor von Alenix. Nee. Jens, alle mal kurz ruhig sein. Wenn Lucifer, also alte Mentis, go! Fußball jetzt gewinnt, yes! Wenn alte Mentis, also Lucifer, das Fußballspiel jetzt gewinnt, gewinnt er automatisch die ganze Show, weil er die meisten Spiele gewonnen hat. Go Niki, go Niki, go Niki. Oh, das war aus. Ist der Ball? Go Daddy, go Daddy. Noch eine Minute. Ist Parkschnurf. Zu Null komm ich auf. Oh. Nein! Yeah. 2-1. Fuck! Jetzt fangen ja nur wieder Fußball zu spielen, ja! Oh, aus. Kacke. Oh, never mind. Scheiße! Oh, oh. Niki, der Dagger hier, der Dagger hier. Die Fans können sich immer noch entscheiden, zu wem die tippen wollen. Bleib bei Lucifer. Go! Oh, na, kann es! 3-1!
wie Niki gerade geschrien hat. Noch eine halbe Minute. Go! Und noch eins. 4 zu 1. 4 zu 1, Alter. Die Falle rum. 100% ist gut. Kann man das noch toppen? Sicherlich schon, aber... Hanni! Wollt ihr mich ficken? Lucifer, du schaffst das. Nein, auf keinen Fall. Oh Mann! Oh, das war knapp. Und er macht eine Vorlage für den Gegner. Wie war das, kein Tor? Ich meine Feuerbrille rutscht runter. Wie war das jetzt, kein Tor? Alter, wo geht er hin? Und aus. Aus. Boah, Mann, ey. Osmanische. Und die letzten 10 Sekunden. Oh mein Gott. Wie war das schon wieder, kein Tor? Ja. Wenn du Glück hast, Lucifer, könntest du gleich noch den Hauptgewinn ziehen. Nee, es regt mich auf, wie kommen manchmal dann keine Tore. Dann ist Jens nämlich pleite. Oh mein Gott, Lucifer, du musst den Hauptgewinn ziehen. Nackelammen. Alles klar. Lucifer, du schaffst das nicht. Es regt mich auf, manche Tore. Warum werden manche Tore nicht einfach... Was? Einmal bitte weiter zum Fußball. Und... aus! Und gewonnen hat... Football. We have football, der. Alendis! Du hast gewonnen. So, dann darfst du mal am Rad drehen. Und die anderen zwei Kandidaten bereiten sich mal drauf vor. Genau. So, Admendes mal bitte wieder zurück. Ich gebe dir einen Tipp. Dreh und bete dabei. So. Alle bitte wieder zur Stage. Warte, noch nicht. Der Rhythmus aus Rührung. Weil ich kann. Ja, oh, lol. Ja, zählt das jetzt schon? Nein. Okay. So, ich gebe euch alle einen Tipp. Zählt nicht. Alle Glück, okay? Zählt nicht. Spiel, gut gespielt. Für Eric Slenderman. Nicky, gut Fortnite. Gespielt, aber hat nicht gemacht. Für Eric Slenderman. 5. Für Fortnite. 4. Für Eric Slenderman. 2. 1. Und dreh. Ja, aber da war noch was. Für Eric Slenderman. Und bete. Für Fortnite. Lucifer, wir beten alle. In deinem Kopf beten. Alle beten für ihn mit. Bete. Du schaffst das, wenn ich das jetzt bekomme, dann... Digga, dann hast du hier... Oh mein Gott. Eine Stellerbox geht raus. Und jetzt... So, GG. Everyone who speaks English, I'm sorry you came too late, this is the end. Warndrehung. Was wird da gedreht? Applaus an Lucifer, dass er die Show gewonnen hat. Zum dritten Mal. So, nächstes Fußballspiel, wer will nochmal? Who wants to play football? Wer will Fußball spielen? I. Gut, ich nehm einmal Alrighty und einmal Dieter. Einmal den Englischen zum Fußball und einmal den Dieter zum Fußball nehmen. Ich hätte Fußball auch gewählt, aber okay. Du kommst danach dran. Alter, wie mir den Finger gehauen. Wo ist denn hier? Okay, hier, okay, Almighty Scott. Wer ist das? Atlantics oder wer? Almighty hier. Ich. Und Dieter. Und Football. Dieter. Ich übersetze das auf Englisch. Dieter, ich hoffe, du verstehst Englisch. Okay, the music will start in a few seconds and then you have to score the most goals. Whoever has the most goals wins. Jens? Yes, Almighty X-Gott. I hope it was a good game. Warte. Jens? Was? Ich hab Fehler gemacht, ich hab falschen... 5, 4, 3, 2, 1 und los! Ich bin für Almighty, ich bin für Almighty. Ich hab einen falschen Person rausgekickt. Wen hast du gekickt? Ich hab den Pillar rausgekickt, also dann den anderen Typen da. Almighty! Nein. Aber Junge, ich hab schon an dich geglaubt. Ich fühl's. Und ich kann auch nicht entbannen und was sonst. Dieser Andy hier, der spricht irgendeine TikTok-Kacke. So, viel Glück an beiden. Ich schaff das. Ja,
gewinnen. Ich hab das. Ich hab den Pitten. Andy hat schon einen Turm. Falschen Titten rausgeklickt. Nein! Hab ich gesehen. Nein! Zwei. Ich kann mich auch nicht entbannen, sonst was zu machen. Nix. Oh. Ich hab aus. Naja. Have to wait, Almighty. Ich trab ihn einfach mal auf. Wow, mein Kopf! Dein Kopf, Alter. Digga. Geht's überhaupt dein Kopf noch gut? In sollte dein Kopf jetzt nicht ein bisschen anders aussehen? Digga, der hat sich viel größer gemacht als ich. Ja, ja, aber ich auch nicht. Das passiert manchmal. Das ist halt... Ja... Das passiert eigentlich normalerweise immer, wenn ich Hühnchen mit Reis esse. Aber jetzt ist das irgendwie nicht passiert. Also, ja, jetzt irgendwie... Ach, keine Ahnung. Nein. Oh, er rollt rein, doch Dieter in der Defense! Oh, nein, nein! Und 3 zu 0. Ja. Wir haben das schon wieder, glaubst du? Oh, Mighty, der Newcomer-Champion. What? Ja. Go! Und 3-1. Dieter. Man nennt ihn auch Dieter CR7. Oh. Und 4-1. Mit den Trickshots am Start. Jo, der war drin. Fast der jeder. War ein Tor! Ein Tor! Ja! 5 zu 1. Jo! Wieder, heute ist nicht sein Tag, das sag ich dir. Das ist mein Tag, ja. Alles aus meinem Tag. Das wird ja alles noch auf live auf YouTube aufgenommen, ja, mein Lieber. Gestoßen, das ist auf keinen Fall mehr. Und 5 zu 2. Einfach Champion, so. Alles richtig. Das war gut, Mehl. Digga, da muss ich mal kleiner machen. Und wenn ich gleich ein Tag, frage ich mich, wer mein Gegner ist. Dann würde ich, wenn ich dran wäre. Ja. Go! Und 6 zu 3. Wer kann das noch? What's the score? Ah, Digga. Er fragt, wie steht. Aber ich hab schon mal keiner 6-2. Jeder hat sogar und die letzten Sekunden geworden. Laufen. Jens, ich übernehme das schon. Junge, der Englische. Go! Und 7-2. Der das doch noch. Seine Hände. Natürlich, darf man auch. Das ist ja Fußball. So funktioniert der Rettungsfußball leider. Bei Ende darf man eigentlich kein Fußball nutzen. Und das und war's! Ende! Almighty wins the game! Ich hol dir mal zurück hier. So Almighty, you can... Stop now. Stop. You can now spin on the wheel. You can now spin on the wheel. On the mighty wheel. Okay, spin the wheel. Almighty. Spin the wheel. Spin it. If you get the home prize, you get a massage. Ich lebe mal das Massagegerät. Massage thing, you get a massage thing sent by Guy. Also stell dir vor, er kriegt jetzt wirklich den Hauptgewinn, aber er kriegt einen. Mitzi, er darf wieder nochmal. Oh oh. Bitte. Kein Hauptgewinn. Wenn er das Hauptgewinn kriegt, jetzt muss ich nach Amerika schicken, ne? Ja, das ist so. Oh, nee. Oh, oh, it's nothing. You don't get nothing. Okay, I'm sorry. Trostpreis vielleicht? Ja. You get a little prize for not winning. Go! Little prize for losing. Good, you can go off the stage now. There is a button. Open it fast! Come on! Are you serious right now? Okay, there's the button to leave the stage. Nope. Here, Almighty. There. The button. There. I will. Now, no. Here, behind you. There. So. Also, das war die 53. Show von Herstes, Recommended Star. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass viele da waren am Anfang, jetzt sind wieder einige gegangen.
Glückwunsch an Lucifer, er hat die ganze Show gewonnen, mit den meisten Spielen gewonnen, auch Schmierö, Glückwunsch, dass du auch einige Spiele gewonnen hast, und Almighty, you did good game. So, Niki, auch gut gespielt an dich, und danke fürs Mitarbeiten und Michael. Einen großen Applaus an Geili 16 für die Mitarbeit. Gut gemacht, Geili, gut gemacht. An ich hoffe, das ist schön zu sehen auf dem Video. Und ein Applaus an Niki fürs Mitspielen. So, das war es auch von mir als schöner Moderator. Ich bin hübsch, was du und du. So, das war also die 53. Show. Danke, dass ihr alle da wart. Ich freue mich sehr. Ich werde jetzt gleich noch, falls ihr mich was fragen wollt, ich werde draußen unten am Spawn stehen. Da könnt ihr mich Sachen fragen, wenn ihr was fragen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. So, also, vielen Dank, dass ihr heute alle da wart. Ist mir egal, ob du fertig bist, die Musik ist gleich zu Ende, du Kasper. So, vielen Dank, dass ihr da wart, gewonnen habt. Vielen Dank an Temix, der ziemlich viele Leute gewonnen hat. Er ist also doch nicht der Dümmste, es gibt ja doch noch Schlaue. Vielen Dank an Erik Slenderman, der hier das Ganze euch ermöglicht hat mit einem Flugzeugabsturz, dem Flieger und zusätzlich noch die Spiele zu programmieren. Vielen Dank an die Band Deodorant unter der Leitung von Axel Schweiß. Und ebenfalls vielen Dank an Kevin, der die Show für euch gemacht hat. Wir sehen uns wieder im Ende des Monats Oktober. Und Ende Oktober kommt dann die 54. Show. Das wird eine lustige Show werden. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt RSDS. Wir machen Spaß. Bis dahin. Tschüss. Bye bye. Auf Wiedersehen. So, ich sag auch nochmal ein Wort. Also wie gesagt, ihr könnt mich gleich nochmal Sachen fragen. Und hallo Kameramann. Ich sehe euch dann. Ich werde jetzt wieder runtergefahren in meine Ecke. Jens, bitte lass mich runterfahren. Das war's jetzt auch von mir. Wir sehen uns dann, wenn es wieder... So, wir sehen uns dann, wenn es wieder heißt RSDS. Wir machen Spaß. Mein Name ist Kevin, RSDS. Wir sehen uns bei der 54. Show, die ich auch machen werde. Meine vierte Show dann. Und wir sehen uns dann. Danke Killerman, danke Lucifer, danke Schmieröl, danke Dieter. Ja, Herr Eis, da sind wir ein bisschen spät. Bis zum nächsten Mal, ich bin jetzt beim Strand. Tschüss.